Städter von Berlin sind international, ein Treffpunkt der Welt ist diese Stadt. Hier ist Rias Berlin. Eine freie Stimme der freien Welt. Das sind die Dächer einer großen Stadt. Darunter wohnen Jung und Alt, Gut und Böse, dicht beieinander. Die erregende Atmosphäre einer Großstadt erleben Sie mit unvorstellbarer Eindringlichkeit. In dem neuen Kurt-Ulrich-Film der Berolina, Banktresor 713. Ein kleines Herz in einer großen Stadt ist so allein, weil es bis heute kein Herz gefunden hat, das mit ihm träumt vom Glücklichsein. Licht und Schatten begegnen einander. Die große Liebe, der Traum vom Glück und die Gier nach dem Geld. Manche haben's, manche haben's nicht. Wir haben's nicht. Warum gehen wir nicht einfach rein und holen uns was, hä? Ist doch gar nicht so schwer. Du gehst rein, machst diesen und dann auf Wiedersehen, Willi. Aus den Augen verloren? Das gibt's doch gar nicht. Wo war denn das? Woher kennen Sie den Mann? Es ist mein Verlobter. Verlobter? Und da erheben Sie eine so schwere Anschuldigung gegen ihn? Banktresor 713. Ein aufsehenerregender Tatsachenbericht über einen sensationellen Bankeinbruch. Was? Banktresor 713. Martin Held und Hardy Krüger sind die Hauptdarsteller dieses erregenden Films, den Werner Klingler inszenierte. Sie erleben Nadja Tiller in einer großartigen Rolle. Eindrucksvoll wie immer Charles Renier. Eine bezaubernde Neuentdeckung. Helga Martin als Mannequin. Ein großer Film, eine große Besetzung. Banktresor 713. Ein Film der Deutschen Filmhansa. Ein Erlebnis wartet auf Sie demnächst in diesem Theater. Wenn man das sieht, kann man richtig die Wut kriegen. Dafür ist Geld da. Und wie viel Geld da ist. Immer neue Versicherungspaläste. Banken. Da eine Bank, da eine Bank, da eine Bank. Nur ein Bruchteil von dem Geld, was da drin ist, und wir könnten auch wieder anfangen, ein bisschen zu leben. Müsste da eigentlich ein Vergnügen sein, da mal kräftig reinzulangen, ne? Weißt du, so Hände hoch, Griff in die Kasse, nicht wie weg. Das muss man ganz anders machen. Was? Schießen kann man nur im Krieg, da fällt ein Schuss mehr oder weniger nicht auf, aber im Frieden, das muss man ganz lautlos machen. Das ist doch nicht dein Ernst. Doch, ich hab's satt.
Die haben uns alles genommen, ohne uns zu fragen. Jetzt holen wir uns alles wieder, auch ohne zu fragen. Wenn das eine recht weiß, ist das andere auch. Aber Herbert. Machst du mit? Ich weiß nicht. Irgendwie ist es interessanter, als den ganzen Tag nur Autos schrubben. Hör mal zu, Klaus. Wenn du glaubst, dass das ein Vergnügen ist, dann irrst du dich. Wie willst du denn das machen? Das lass meine Sorge sein. Du brauchst dich auch heute noch nicht zu entscheiden. Überleg's dir. Verzeihung, ich habe hier etwas, das hätte ich gerne deponiert. Da drüben, am Schalter. Danke. Ach bitte, ja? Kann ich bei Ihnen einen Safe mieten? Ja, jetzt gleich? Ich meine... Ja, ich wäre das hier gerne los. Der Herr bekommt ein Safe. Bitte folgen Sie mir. Gleich da hinten. Bitte. Jetzt schließen Sie bitte. Das Fach kann nur mit zwei Schlüsseln geöffnet werden. Der eine bleibt bei der Bank, den anderen behalten Sie. Sicher scheint es ja hier zu sein. Allerdings. Das ist ja auch der Zweck der Sache. Was ist denn das für ein Geräusch? Das? Der Ventilator. Sonst hören Sie hier gar nichts. Ja. So, vielen Dank, meine Herren. Sie müssen noch unterschreiben. Hier. Zwei Kaffee, Fräulein. Bitte? Nein, bringen Sie zwei Cognac. Bitte? Hast du was zu schreiben da? Also. Die Halle? 34 Schritt, der Schritt zu 85 Zentimeter, das macht, ausrechnen tun wir es später. Dann durch die Tür, ein langer Gang, genau 68. Dann die Treppe, nach links 22 Stufen. Bis zur Tresortür 15 Schritt. Bitte? Prost. Hier. Das ist er. Die ganze Wand voll von Depots. Mindestens 200. Rechts in der Wand, da ist der Ventilator. Da ist der Luftschacht. Das ist die schwache Stelle. Was lachst du denn? Weil es einfach Blödsinn ist. Da kommst du doch nicht rein. Schön wär's ja. Gegen eine ganze Menge Geld habe ich auch nichts, aber... Wie wir da reinkommen, mein lieber Junge, ist meine Sache.
Glaubst du im Ernst? Du kriegst auch nur einen Pfennig? Klaus,